Willkommen Leute hier bei einem neuen Video auf diesem guten alten Kanal, genannt Rednoser Let's Play von mir. Und zwar, es ist jetzt ein bisschen merkwürdig Leute, denn einige von euch werden wissen, wer ich noch bin. Ne? Ich habe vor anderthalb Jahren mit Let's Plays aufgehört, mit Nintendo Let's Plays. Wisst ihr dann wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, vielleicht ist ein bisschen Nintendo Gameplay auch im Hintergrund, da werde ich nur gleich, mal gucken, wie ich das nochmal aufnehmen kann. Es ist lange her, denn vor anderthalb Jahren habe ich, wie gesagt, aufgehört. Und der Anlass dieses Videos ist ganz einfach, dass ich einen neuen Kanal starten werde. Bevor jetzt die ersten enttäuscht sein werden, es wird kein Let's Play-Kanal. Es wird sich um ein anderes Medium drehen, nämlich Filme. Und diesen Kanal, den findet ihr jetzt auch gerade in diesem Moment überall, wo es nur geht, verlinkt, denke ich. Und zwar, der neue Kanal. Erstmal, ich werde mich auch auf diesem Kanal zeigen. Also, falls ihr neugierig seid, wie ich so outlooke. Ich werde da vor der Kamera auch unter anderem sitzen. Und über Filme reden. Ja, und wenn ihr das gerade seht, ist auf diesem Kanal gerade ein Video erschienen. Und das ist die erste 60 Sekunden Filmkritik zu The Accountant. Ja. Erstmal möchte ich dann auch gleich mal was zu sagen zu diesem Video. Diese Kritik. Also wie gesagt, ich möchte Filmkritiken auf diesem Kanal hochladen. Ich möchte auch noch andere Videos auf diesem Kanal hochladen, aber dazu später mehr. Das sind 60 Sekunden Kritiken, die habe ich mir so ausgedacht. Und zwar sind die, ja, das Konzept erklärt sich eigentlich selbst. Ich werde einen Film euch vorstellen und das in 60 Sekunden. Das heißt, ich sage am Anfang kurz ein paar Worte, so ein paar einleitende Worte und am Ende sage ich ein Fazit. Und dazwischen werde ich euch erklären, worum es in dem Film geht und ihn bewerten, beziehungsweise halt kritisieren, innerhalb dieser 60 Sekunden. Da könnte man jetzt natürlich sagen, boah, das ist ja richtig dumm eigentlich. Da kannst du ja gar nicht tief in die Materie einsteigen. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Aufmerksamkeitsspanne von einigen Leuten enorm gesunken ist in den letzten Jahren, beziehungsweise hat das Internet halt so an sich. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich bin ja selbst jemand, der Videos nur so ein, zwei Minuten guckt und dann gerne mal wegschaltet, weil er nebenbei noch so guckt, oh, was gibt's denn noch für Videos? Oder durchspült etc. pp. Also an diesen Zeitgeist ist das quasi angepasst mit der 60 Sekunden Filmkritik. Außerdem ist es halt wirklich so, dass, es gibt nicht immer über den neuesten Kinofilm so viel Tiefgründiges zu sagen, beziehungsweise andere Kritiker strecken Oberflächliches halt wirklich weit über 10 Minuten, wo ich mir denke, kommt zum Punkt und so weiter. Falls es doch, also auf diesem Kanal werden dann halt neue Kinofilme rezensiert, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Das ist so das Hauptding, das ist so das Hauptmerkmal dieses Kanals, eben dieses Format mit den 60-Sekunden-Kritiken. Natürlich möchte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, falls ein wirklich interessanter Film in den Kinos kommt. Und es kommt noch dieses Jahr auf jeden Fall. Kommt Star Wars ist ja noch im Kino? Ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich mich halt gerne mit Filmen beschäftige und das nicht weiß. Aber ich glaube schon, mit Star Wars zusammen werden es dann mindestens noch 3 Filme dieses Jahr, die wirklich interessant sind und im Kino laufen, die ich auch auf jeden Fall ansehen werde und zu denen auf jeden Fall eine Kritik kommen wird. Und die anderen Filme wären dann noch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ein neuer Film im Harry Potter-Universum sollte für euch alle auch interessant sein, denke ich. Ich selber bin jetzt nicht der größte Harry Potter-Fan, aber ich find's trotzdem gut. Ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, ich habe auch nicht die Bücher gelesen, ehrlich gesagt. Sollte ich vielleicht mal machen, ich habe sie hier auch rumstehen, denn ja, irgendjemand aus der Familie, irgendjemand hat das immer, ne? Und wir haben halt auch die ganze Reihe zu Hause stehen. Aber ich drifte schon wieder ein bisschen ab. Auf jeden Fall, dieser Film und Arrival sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber ist ein Film vom Regisseur Denis Villeneuve, oder wie der heißt. Der hat auf jeden Fall schon richtig gute Filme gemacht, wie zum Beispiel Prisoners oder Sicario. Der ist richtig interessant und der bekommt aktuell auch schon so gute Kritiken, dass ich da schon richtig brenne. Ja, brenne. Also Fantastische Tierwesen kommt nächste Woche raus, Arrival die Woche darauf. Zu diesen Filmen werden zumindest erstmal diese 60-Sekunden-Kritiken kommen.
Dann möchte ich natürlich noch ein paar andere Formate auf diesem Kanal etablieren, wo ich jetzt noch nicht weiß, wie regelmäßig die kommen werden. Allgemein auch bei diesen 60-Sekunden-Kritiken weiß ich noch nicht genau, wie regelmäßig das kommt. Denn ich werde natürlich jetzt auch nicht jeden uninteressanten Film aufsuchen. Und wenn dann halt eine Woche nichts rauskommt, dann werde ich sehen, ob ich da in der Woche nicht vielleicht ein anderes Video poste. Auf jeden Fall zur Regelmäßigkeit möchte ich mich noch gar nicht festlegen. Aber zu anderen Formaten, die ich ebenfalls etablieren möchte auf diesem Kanal, das sind zum einen Top-Listen. Könnte man jetzt sagen, ist ja voll Mainstream. Aber ich finde Top-Listen ziemlich geil. Ich finde sie so geil anzugucken, dass es geht nicht mehr klar. Auch wenn Kanäle halt vollkommen schlecht sind und auch wenn die Top-Listen gar nicht so gut sind eigentlich, finde ich die Top immer sehr gut. Wie gesagt, sind ein bisschen Mainstream, könnte man sagen. Aber ja, was ich da zum einen halt auch anbieten würde, sind halt die besten Filme des Jahres 2016. Das werde ich mit Sicherheit dann produzieren. Und wir werden dann auch sehen, was sich da noch machen lässt. Dann was anderes. Auch auf diesem Kanal sind solche Talk-Videos, habe ich mir so überlegt, wo ich dann einfach in die Kamera sprechen werde. Also nochmal zum Verständnis. Ich habe noch nichts aufgenommen, außer dieser 61-Sekunden-Kritik, die ihr jetzt schon auf dem Kanal findet. Aber es werden bestimmt auch Talk-Videos kommen, wo ich allgemein über irgendwelche Dinge rede, die mich am Film interessieren, die mir auffallen, die ich vermitteln möchte. Und wenn es etwas zu einem speziellen Film ist, dann werde ich das Ganze ein bisschen anders nennen, nämlich, ja, ich weiß nicht, ob ich es wirklich Spoiler-Ecke nennen möchte, denn der Begriff ist, wird wirklich immer benutzt. Wobei, ist gar nicht so schlimm, vielleicht nenne ich es auch Spoiler-Ecke. Und da werde ich dann, ja, wirklich speziell auf einen Film gerichtet Spoiler natürlich, aber auch einzelne Aspekte erwähnen. Vielleicht ist das bei The Arrival wirklich angebracht, denn der Film, ich hoffe, ich bin noch nicht overhyped, aber der soll wirklich interessant werden und wirklich überraschen auch. Aber das werde ich dann sehen. Ja, wie gesagt, es wird diesen Kanal geben. Let's Plays wird es nicht geben. Dieser Kanal hier wird auch nicht fortgeführt. Ich habe wirklich kein Interesse. Falls euch auch ein bisschen für mich interessiert, wird der neue Kanal euch nicht so viel Aufschluss über mich geben. Dieser Let's Play-Kanal war schon immer sehr persönlich für mich, würde ich fast sagen. Ich habe sehr viel über mich geredet. Ich alter Egomane. Und es hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber das möchte ich jetzt auch gar nicht mehr angehen, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, auch auf dem neuen Kanal wird eher das Medium Film im Vordergrund stehen. Weshalb ich auch nicht weiß, ob das hier wirklich was für jeden von euch ist. Aber ich möchte euch natürlich informieren, dass es das gibt. Und einigen gefällt es mit möglicherweise auch. Dann nochmal zu dem ersten Video, was ich ja jetzt hochgeladen habe. Da würde ich mir wirklich wünschen, wenn ihr mir ehrliches Feedback in die Kommentare schreibt. Es wird auch diese neumodische Infokarte, die ich entdeckt habe, in der Ecke geben. Das heißt, ihr könnt da einmal abstimmen, wie ihr die Kritik fandet, auf so einer Skala von 1 bis 5 oder so, glaube ich. Es wäre aber trotzdem noch wichtig, wenn ihr nicht nur dieses Kästchen anklickt und sagt, ja, ich fand das optimal, gut, okay, mies oder ranzig, sondern auch in die Kommentare schreibt und das begründet, denn ich habe diese Kritik produziert und es fällt mir wirklich schwer, mich in die Perspektive jemandes zu versetzen, der den Film nicht gesehen hat. Und da möchte ich bitte ehrliches Feedback. Einige Sachen weiß ich schon, dass sie nicht optimal sind, zum Beispiel bin ich vor der Kamera noch sehr, ja, schon sehr unsicher. Das habe ich auch in der Bearbeitung gemerkt, wie ich da so, mit großen Augen in die Kamera gucke und die Schultern ein bisschen vorne sind, so ein bisschen unsicher, wie man sich das halt vorstellt. Aber ich habe mich natürlich trotzdem dazu entschieden, das Video hochzuladen. Die Kritik ist auch jetzt wirklich nicht funktional bedacht. Das heißt, der Film ist schon, der ist schon so gut wie aus den Kinos, die Accountant jetzt in dem Fall. Der ist schon, der ist im Grunde schon altbacken. Es ist halt wirklich jetzt die Kritik im Vordergrund und ja, nicht der Film an sich, denn der wird in den meisten Kinos gar nicht mehr laufen, in meinem riesigen Multiplex-Kino in der City. Läuft er noch vereinzelt, also wirklich eine Spätvorstellung am Tag, glaube ich noch, aber der wird auch abgesetzt werden. Also das steht jetzt gar nicht im Vordergrund, sondern wirklich die Kritik. Es ist ein Prototyp, das sage ich auch nochmal in dem Video. Und ja, dann warte ich an der Stelle auf euer Feedback.
Und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich einige von euch auf diesem Kanal dann in den Kommentaren wiederlese. Denn, ja, euren Support fand ich natürlich schon immer geil. Ich will euch auch gar nicht schleimen oder so, aber ich habe das damals sehr genossen mit diesem Let's Play-Kanal auf jeden Fall. Ja, und das war alles, was ich zu dem neuen Kanal zu sagen habe. Dann nochmal kleine Werbung am Rande für einen anderen Kanal von einem Kollegen von mir. Den könnt ihr besuchen. Und der ist auch irgendwo eingeblendet. Wenn ihr euch für Longboarding interessiert, der Kanal heißt That's How We Roll und ist von einem Kollegen von mir und noch ein paar anderen Leuten, die ich nicht kenne, auch vorwiegend aus Spanien, glaube ich, die halt zusammen einfach Longboarden und ja, Spaß am Longboarden haben. Da sind aber auch einige wirklich gute Kameraaufnahmen dabei, auch Drohnenaufnahmen, also falls ihr euch für Longboarding interessiert, könnt ihr noch diesen Kanal besuchen. Aber das wirklich Wichtige ist natürlich jetzt erstmal mein eigener Kanal. Ja. Und das war im Grunde alles, was ich zu sagen habe. Ich muss sagen, es fühlt sich wirklich gut an, in dieses Mikrofon zu sprechen. Da war ich beim Produzieren des Videos, beim ersten Video, wirklich ein bisschen unsicherer. Aber ist gar nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Jeder startet ein bisschen schlecht, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann hoffentlich auf diesem Kanal wieder und ciao, möchte ich einfach nur sagen, ciao. Thank you.